Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen zurück in Lübeck, zurück bei unserem großen Plan mit Blick auf die Niederlande. Ein Plan, der ja bestimmt so 20, 30 Jahre noch auf die Umsetzung warten muss, weil wir hier unbedingt vorher die Quantitätsideen abgeschlossen haben müssen. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es gibt noch ein weiteres Argument, warum das cool ist, das zu machen, warum uns das echt hilft. Weil es gibt hier eine sehr, sehr gute Richtlinie. Die Feder hängt vom Schwert ab, wenn wir die Quantitätsideen abgeschlossen haben. Da bekommen wir nämlich nochmal plus 10% Einheitenlimit und nochmal plus 1 diplomatische Reputation, was uns dann nochmal hilft, wiederum bei dem Unabhängigkeitsbestreben. Also, das sind alles ganz gute Aussichten. Eine Sache, Aachen, hatte ich ja ganz vergessen, die wollten wir in die Handelsliga einladen und das ist auch möglich. Sehr schön. Machen wir dann direkt. Bestätigen. Da können wir eigentlich mal schauen, wie sich das jetzt hier alles entwickelt. So, beigetreten. Mal gucken. Wir haben bisher 17%. Mal schauen, wie es dann nach dem Monatswechsel ist. 17 und 13,11. 18 und 13,97. Ja, klar. Wunderschön. Wird nach Lübeck weitergeleitet. Schaut mal. Lübeck hat einen Handelswert von 43,5. Damit mehr als der Ärmelkanal. Mehr als Venedig. Venedig wird sowieso immer unwichtiger. Allerdings ist Genua sehr stark, weil sie vermutlich die ganzen neue Welt Handelssachen bekommen. Nun gut, wir haben eine Wahl. Viktor Ackermann steht zu Wiederwahl. Ich glaube, es ist die zweite Wahl. 1 und 2 heißt Wiederwahl. Ansonsten bekommen wir einen neuen Kandidaten. Und es ist eine 1 tatsächlich. Ackermann bleibt ein Zug. Oha, er scheint also auch einer der großen und wichtigen Bürgermeister zu sein. Ja, vielleicht auch zu Recht, denn er hat ja jetzt auch einen großen Plan. So, wir behalten ihn. Er wird nochmal besser. Aber, was ein großes Problem ist natürlich, unsere republikanische Tradition sinkt auf gefährliche 42. Na, mal gucken, wie sich das hier so weiterentwickelt. So, wir haben auch noch wieder einen Diplomaten frei. Da lass uns bitte mal gucken, wo wir ihn hinschicken. Frankreich 70... Das ist nicht so interessant. Die Osmanen 76. Stettin wäre dann vermutlich als nächstes hier der Kandidat. Und danach Frankfurt. Können wir uns mal merken. Oh, und was mir noch eingefallen ist, gibt auch noch einige Dinge, die wir tun können. Und zwar, jetzt, wo es wieder sehr gut und sicher aussieht mit unseren Untertanen, können wir eigentlich daran denken, bei denen mal wieder ein paar Gebäude zu finanzieren. So, und hier gibt es Kaufleute, die einen Handelsschutz Krieg möchten. Jetzt müssen wir mal gucken, gegen wen das sich richtet. Ach so, das hat hier gar kein konkretes Ziel. Nein, dann lass uns das vielleicht doch mal nochmal durchlesen. Handel ist der Rückgrat der Wirtschaft und wir müssen ihn gegen Bedrohung schützen. Entwicklungen in der letzten Zeit haben zur Entrüstung unter Kaufleuten geführt, die der Ansicht sind, wir unternehmen nicht genug zur Verteidigung gegen Freibeuterschiffe. Aha, darum geht's. Ausländische Nationen, die unseren Handel ernsthaft beeinträchtigen. Ich glaube, unser Gildenmann hat kein großes Verständnis für diese Form des kaufmännischen Denkens. Er hat seinen anderen Plan und das widerspricht dem alles. Es gibt keinen Grund, den Konflikt zu eskalieren. Wird er tun? Was hätten wir dafür bekommen? Ja, Baugeschwindigkeit und Kosten. Das macht er. Okay. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir sollten mal hier schauen, was wir bauen können. Das ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Da ist viel möglich. So, nämlich zum Beispiel die Börse. Wenn wir hier in Seeland eine Börse bauen, plus 6,5, kostet uns 365, ich denke, das machen wir. Das kommt uns, die Hälfte davon kommt uns direkt zugute. Und das ist, glaube ich, richtig gut. Also das ist das Erste, was unternommen wird. Ich will... Haben wir das jetzt gebaut? Wartet mal. Hä? Hat 300 gekostet? Habe ich da irgendwas missverstanden? Habe ich was Falsches gebaut? Ach so, das ist nur die Differenz, die man zahlen muss. Ah ja, ein altes Missverständnis von mir. Na gut, das macht es natürlich günstig. Dann können wir nochmal gucken, was wir noch machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Einheitenlimit unserer Vasallen, das Flottenlimit erhöhen sollten. Ich glaube, das Flottenlimit hat keinen oder so gut wie keinen Einfluss auf diese relative Stärkeberechnung. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was ich auf keinen Fall machen werde, ist natürlich das Einheitenlimit erhöhen. Aber was wir machen sollten, ist hier
eine Sternfestung. Ich denke, das ist jetzt ganz gut. In Holstein, das war ja immer heiß umkämpft. In Rostock sollten wir das vielleicht auch machen. Man könnte sich fast überlegen, ob man eine neue Festung, auch eine Festungsanlage in Lüneburg finanziert. Das könnte auch schon hilfreich sein, um die Gegner aufzuhalten. Aber ich denke, wir beginnen mal mit Holstein. Also, geldmäßig läuft es bei uns ja im Moment sehr, sehr gut. Wir können uns echt viel leisten. Aber jetzt gibt es Unzufriedenheit in der Bauernschaft. Konflikte und Proteste über Steuern, Grausamkeit der Grundbesitzer, Ausbeutung und Zölle häufen sich und könnten sich sehr negativ auswirken, wenn wir die Situation nicht sorgsam angehen. Ich glaube, unser Gelehrter, der würde jetzt die Verbesserung ihrer Situation anstreben und gibt dafür Geld aus. Ja, ganz schön viel. Also ich denke, ich will immer so ein bisschen 500 in der Hinterhand haben für den Kriegsfall. So, da können wir ihn abberufen, dann schicken wir den nächsten direkt mal nach Frankfurt. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ansparen, rekrutieren. Ach so, noch eine Sache, die wir machen können. Und zwar, das hier brauchen wir im Moment nicht mehr. Armee subventionieren. Das können wir deaktivieren. Wir kommen auch so locker auf die 200. Dann müsste unsere Rekrutenreserve schneller wieder ansteigen. So, und wir sind dabei. Ich denke, wir können, auch wenn wir jetzt ganz schön der Zeit voraus sind, wollen wir das machen? Oder wollen wir nochmal in die Entwicklung gehen? Schwer zu sagen. Komm, wir gehen noch einmal in die Entwicklung weiter. 200 investieren wir dafür. Und jetzt wieder der Blick. Wir sind jetzt bei 5,6 und sind wir jetzt. Es bleibt bei 17. Das heißt, es wird nicht aufgerundet. Das war mir nicht bewusst. Dann müssen wir noch viermal die Entwicklung erweitern, bevor wir den nächsten Einheitenlimit Zuwachs bekommen. Okay. Gut, das sind also nochmal 800 bis 900 Punkte. Naja, okay. Also der Weg ist vielleicht nicht so vielversprechend, aber wir haben ja auch den Anspruch, dass Lübeck die größte Stadt der Welt bleibt. Die ist es, glaube ich, mit 56. Da bin ich mir ziemlich sicher. London hat 44. Oh Gott. London haben wir weit abgehängt. Paris hat 49. Gibt es noch ein paar große Städte, ja, vielleicht die italienischen. Wir gucken mal hier. 41, Venedig 39, Rom 36, ist erbärmlich. Mailand spielt, glaube ich, 41, nein, also mit Abstand Lübeck, die Stadt der Welt. Riesig. Ja, sehr, sehr schön. Das macht uns natürlich stolz. Hier können wir diverse Diplomaten abberufen. Das heißt, zwei können wir jetzt sogar schon losschicken. Wir bleiben kontinuierlich dabei. Wichtig für uns Österreich. Ja, warum nicht? Österreich mal wieder Beziehung verbessern. Und dann Ulm 82, Aachen 94. Oh, jetzt sieht es ja überall gut aus. Wir sind ja sowas von up to date hier mit unserer Beziehung. Und dann gehen wir mal wieder nach Preußen. Gut, die Börse ist in 69 Tagen fertig. Das ist auch nochmal interessant. Wir haben jetzt 53%. Mal gucken, ob das einen spürbaren Einfluss hat. 53, 44. Ja, wir haben Level 3 Handelseffizienz. Mann, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Oder es geht auch gar nicht, weil da haben wir unseren Reputationsband, der ist viel wichtiger. Das wollen wir nicht. Wir haben wieder die 500 erreicht. Das ist immer ein schönes Zeichen. Wenn man Verteidiger des Glaubens werden kann, dann weiß man, man hat die 500. So, die Börse ist gebaut. Jetzt warten wir nochmal bis zum nächsten Monat oder bis zum nächsten Jahr sogar. 1685. Hat möglicherweise jetzt keinen Prozentpunkt gebracht. Na gut, trotzdem nett. Die Summe macht es ja bei diesen Sachen. Ja, klar. Da sind andere Sachen, die dann viel stärker reinhauen. Ich möchte mal schaut mal unseren Handelseinfluss. 142 allein durch die Stadt Lübeck hier. Seeland selbst hat 77. Das ist schon auch eine Hausnummer. Krass. So. Und schon haben wir das. Boah, das ging jetzt wirklich schnell.
Dann werden wir jetzt hier loslegen und wir können auch wieder ein bisschen Geld ausgeben, nämlich unsere Schiffe verbessern. Okay, 15 Jahre bekommen wir plus 20% Handelseffizienz, was natürlich auch super ist. Schwere Fregatten. Das ursprüngliche Design der Fregatte beschrieb ein Schiff, das für Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit gebaut wurde. Als das Konzept jedoch weiterentwickelt wurde, wurde sie zu einer eigenen Schiffsklasse zur Unterstützung von Schiffen. So, dann wollen wir mal schauen. 276 kostet das. Dann bringen wir sie mal in den Hafen und machen. Oh, was ist hier los? Wir haben in Lauenburg eine Revolte. Revolutionäre haben genug von Unterdrückung und Steuerlast. Sie sind gut ausgerüstet und fest entschlossen, die Regierung zu stürzen. Oh mein Gott, 22.000? Oha. Oha. Was ist denn da passiert? Gut, wir werden mal die Schiffe erstmal verbessern. Und dann müssen wir den Militärunterhalt aber sowas von hochziehen. Und dann hoffen, dass wir das hinkriegen. Wäre schön, wenn die Mecklenburger uns hier noch dann helfen könnten. Also jetzt können wir da nicht in diese Schlacht reingehen. Oh nein, die Mecklenburger gehen natürlich sofort rein. Oh Mensch. Bitte. Allerdings gibt es natürlich die Chance, dass sie dann die so weit runterbekommen, dass wir sie dann im nächsten Zuge kriegen. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden mal für kurze Zeit noch zwei oder drei Söldner rekrutieren, um hier auf Nummer sicher zu gehen. So, die Mecklenburger. Oh, die schaffen das etwa, die Mecklenburger? Das wäre natürlich jetzt ein Ding. Die haben es geschafft. Okay, gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da waren die wohl doch nicht so toll ausgerüstet. Na gut, das war jetzt dann ein bisschen Geldverschwendung. Söldner abspalten, Söldner wieder entlassen. Okay. Naja, so. Das war dann nur ein kurzes Intermezzo. So, Regentschaftsrat in Spanien. Achso, wir können dann auch wieder den Unterhalt runterbringen. Oh, Ackermann wird jetzt ein Verschlossener. Interessant. Er wird eigenbrödlerisch. Wie ist das beschrieben? Dieser Herrscher ist verschlossen. Ein natürlicher Instinkt, die Türen geschlossen zu halten und Briefe zu verschlüsseln, wirkt sich auf unsere gesamte Regierung aus und erschwert ihre Infiltrierung durch unsere Feinde. Interessant. Ja. Sehr schön. Und wir sind dabei, wir können die nächste Idee machen. Das ist die Frage. Machen wir das jetzt noch einmal oder sparen wir jetzt doch lieber auf die Militärtechnologie? Nee, ich glaube, wir werden jetzt für eine Zeit lang mal bei der Militärtechnologie, was man eigentlich nicht so machen sollte, hinterherhinken, um hier möglichst sogar noch diese Boni mitzunehmen, wenn man hinterherhinkt, weil wir schnell die Quantitätsideen abschließen wollen. Also jetzt wird Zwangsdienst eingeführt. Also es wird immer schlimmer in Lübeck. Lübeck wird richtig so eine militarisierte Gesellschaft. Und der Ackermann, der hier seinen Plan, seine Vision durchzieht, seine Hollandwahn. Nennen wir es Hollandwahn. So, Quantitätsideen, Zwangsdienst. Das Prinzip der Freigebigkeit ist die Grundlage der Struktur unserer gesamten Armee. Manchmal gibt es nicht genug Freiwillige. Wir sollten die Menschen zur Freiwilligkeit zwingen. Die Regimenter sind billiger dadurch. Und wir können wieder Diplomaten losschicken. Ja, jetzt. Ach, wir machen mal wieder Frankreich. Wir machen mal wieder in Frankreich Diplomaten. Einer, der sich in Paris amüsieren kann. Beziehung verbessern. Mainz ist kollabiert. Tja, in Köln ändert sich leider nichts. Das Bündnis mit Preußen ist noch dabei. Er ist eigentlich jetzt schon unser. Nee, der ist immer noch nicht abgelaufen. Der Waffenstillstand 1687. So, Spanien hat irgendwo Kolonialkrieg gewonnen. Okay, soweit. 8,54. Da hatten wir aber auch schon mal mehr. Warum ist das jetzt 90%? Okay.
Wir hatten hier schon mal Einnahmen von 50 etwa. Ich weiß gar nicht, welcher Faktor es jetzt gibt. Ach so, ich weiß, natürlich. Unsere Handelsflotte. Oh Mann. So, Ferrara erklärt Genua den Krieg. Ah, das hätten wir schon längst machen müssen. Die neue Mission wieder. Handelsschutz Lübeck nach der Modernisierung. Das ist natürlich jetzt der entscheidende Unterschied. Gucken wir uns das gleich mal an, wie es jetzt hochgeht von 43 auf 49, ja. So wollen wir das haben. Plus 15 ist eine wunderbare Bilanz. Okay. Was ich immer ganz schön finde zu beobachten, wenn man eine politische Situation erreicht hat hier bei Europa und im Saal, ist so in Europa, die stabil ist. Vor der Annexion von Kasan. Also wir haben jetzt tatsächlich hier offenbar so eine Gemengelage mit den Großmächten Osmanen, Frankreich, Schottland gegen Österreich, Spanien und so weiter und uns, die dazu führt, dass es eigentlich keine großen Kriege mehr gibt. Was natürlich auch gut für den Handel und so weiter ist. Konflikte beeinflussen Regierungen. Eine Republik ist dann erfolgreich, wenn die wichtigsten Familien bereit sind, die Interessen der Republik, ja, das kennen wir schon, das ist schlimm, wir verlieren administrative Macht. Was eigentlich nicht ganz so schlimm ist. So, den können wir abrufen, den Mann aus Österreich. Dann geht es jetzt mal zu den Osmanen, zu den Großmächten der Welt. Der Franzose kommt wieder zurück. Wir haben ja auch irgendwie durch Ideen oder ich weiß gar nicht, haben wir, ach nee, durch eine Politik, durch eine Richtlinie haben wir Beziehungen verbessern, plus 25%. Auch deswegen sind wir so gut dabei. Gibt es vielleicht noch eine Nation, wo wir hier uns gut stellen sollen? Vielleicht mal mit Schottland. Da waren wir noch nie. Können wir eigentlich auch mal machen. Okay. Sachsen-Lauenburg ist jetzt eine konstitutionelle Monarchie. Naja, sehr schön. Hoffentlich macht sie das zugänglicher für uns. So, wie haben wir es hier? Oh, warte mal, was ist das? Wieso sind die jetzt? Wie kommt das? Ach, wisst ihr was? Jetzt weiß ich's. Wir können uns das doch nicht erlauben, bei der Militärtechnologie so lange hinterher zu bleiben. Weil genau das der Unterschied ist beim Freiheitsbestreben, bei der relativen Stärke. Mensch, das hatte ich doch schon rausbekommen. Und jetzt wieder vergessen. Na gut. Okay, also dann müssen wir das nächste Mal hier unbedingt zulegen und hoffen und bangen, dass das reicht. Wobei, wir haben noch eine Option, die wir jederzeit ziehen können, nämlich die Stabilität, den Stabilitätsfokus. Das macht 3% immerhin. Und im Notfall könnten wir auch noch Provinzen entwickeln und sowas alles. Also das kriegen wir schon überbrückt, bis wir die nächste Technologie haben, auf jeden Fall. So, Riga ist auch eine konstitutionelle Monarchie. Können wir irgendwas mit unseren administrativen Punkten noch anfangen? Wir könnten mal Folgendes machen. Wir können ziehen. Auch wenn die bei 1,3 ist, senken wir sie jetzt mal. Okay. Was noch möglich wäre, wäre die Regierung zu stärken. Ach nee, das ist militärische Macht. Das geht auf keinen Fall. Das dürfen wir nicht machen. So, wir haben einen neuen König in Schweden, König Erik der 14. In Schweden und Bosnien. Nicht zu vergessen. Die sind immer noch unter Personalunion. Und wir haben wieder unsere 500. So. Dänemark haben wir wieder erwischt. Wir können uns langsam überlegen, was wir als nächstes dann vielleicht bauen wollen. Aber erstmal behindern die Gilden den Handel. Ja, der Ackermann, der fährt eine andere Politik. Eine nicht so händlerfreundliche. Also, Gildenführer sind oft ruchlose Strippenzieher. So ist er wohl. Und haben nichts für politische Gegner übrig. Da die Gilden die Regierung von Lübeck schon eine lange Zeit nicht mehr kontrollieren. Ja, aber Ackermann kontrolliert sie. Haben ein paar von ihnen begonnen, ihren Einfluss mit Einschüchterungsmethoden zu demonstrieren. Im Wissen, dass die Republik vom Handel abhängt, hat die Schiffsbedarf kontrollierende Gilde dann begonnen, den freien Handel damit zu beschneiden, womit sie wissentlich die nationale Wirtschaft und die Ziele ihrer politischen Gegner sabotieren. Provinz, Handelseinfluss minus 5%, was für Lübeck viel ist, bei 150. Wie sieht es eigentlich hier aus? Einigermaßen alles noch im Rahmen, okay. So, Spanien, die Geschichte. Oh, es ist soweit. 50% Mecklenburg.
Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo wir von Handel auf Stabilität gehen. Und da ist es schon wieder weg. Ach, schön, wenn man da noch eine Option hat. Ja, das Problem ist natürlich, dieser Modifikator läuft aus. Hier, schaut mal, Provinzen entwickelt. Minus 6,8 haben wir ja noch. Der wird jetzt sukzessive weggehen. Das ist natürlich ein Problem. Oha! Preußen erklärt Polen den Krieg. Polen ist katholisch, Preußen ist protestantisch. Das ist jetzt mal wieder ein größerer Krieg hier. Gucken wir uns das mal diplomatisch an. Oha! Polen-Litauen. Jetzt bin ich gespannt. Das wäre natürlich jetzt die Gelegenheit für Preußen, uns um Mithilfe bei diesem Krieg zu fragen. Oh ja, Leute. Manpower ist bei 16.000. Das kann sich auch einigermaßen wieder sehen lassen. Schatzkammer ist gut gefüllt. Ich würde mal sagen, wir wären bereit, liebe Preußen, an eurer Seite zu kämpfen. Ja, ruft uns mal. Dann können wir uns beweisen und die Gefallen können schneller steigen. Also, mal gucken, ob das passiert. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.